Ja, dann muss ich auch wieder sagen, dass ich sehr zurückgezogen lebe. Also ich war schon immer eine Art solitärer Typ. Früher zwar in der Großstadt, nein, nicht in der Großstadt, also in Leipzig. Ich hatte auch Ausstellungen in New York, ich war in Frankfurt, ich war in Salzburg und so weiter. Aber ich denke schon, dass seitdem ich vorwiegend auf dem Land lebe, ich etwas zurückhaltender geworden bin und wenig Kontakt oder mich wenig spiegle vielleicht in den Aussagen von Freunden. Er würde nichts anders machen, also es sei denn, die Zeiten wären anders. Aber ich habe das schon eingehend erwähnt. Ich glaube, dieses Revolutionäre oder dieses gegen den Strich bügeln, das ist einfach eine Sache der Jugend und das würde ich auch wieder so machen. Jetzt bedauere ich das teilweise, mich lange Zeit mit Dingen auseinandergesetzt zu haben, die mich in der Malerei in dem Sinne nicht vorwärts gebracht haben. Das waren Auseinandersetzungen politischer Art, Auseinandersetzungen mit mir selbst, Auseinandersetzungen mit der Moderne und so fort. Scheuklappen. Scheuklappen einfach. Also das Pferd wird oft in der bildenden Kunst oder überhaupt in der Kunst für das naturgewaltige Tier mit den. Es ist nicht, für die Affekte steht es eigentlich nicht, weil es auch zurückhaltend ist, auch dienend, aber es ist auch das Tier der Gefühle. Und nicht oft, also nicht selten wird es auch im Zusammenhang mit der Frau gezeigt oder mit dem starken Mann. Aber die Scheuklappen, das heißt also, man darf sich nicht zu sehr vom Leben beeindrucken lassen. Also um Kunst zu machen, muss man sich auch zurückziehen. Also ich kann das jetzt einfach sagen, ich bin kein Wunderkind und ich glaube, meine Kindheitszeichnungen waren eher durchschnittlich. Durchschnittlich begabt, würde ich sagen. Aber nicht überdurchschnittlich. Aber die Ausnahme, also jeder kommt ja mal in das Alter der Veränderung oder der Pubertät, also 14, 15, dann fragt man sich, was soll das alles noch werden nach dieser Kindheit, wo geht es jetzt hin, welche Scherben sind da, was mache ich damit? Und da gibt es ja drei Möglichkeiten. Gut, es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber man könnte Schauspieler werden, man könnte Literat werden, man könnte Musiker werden. Ich habe mich aber für die Malerei entschieden, da sie für mich das Entsprechendste ist, da ich eigentlich ein sehr zurückgezogener Typ bin und das Wort teilweise für mich auch zu, ja, nicht, ja, zu deutlich war. Ja, die Accra. Die Accra ist auch ein Ort der Kindheit. Also mit 11 Jahren bin ich mit meinen Eltern hierhergezogen und ich war so bis 17, 18, dann bin ich nach Leipzig gezogen, bin hier zur Schule gegangen und das Weiße Haus, also die Herefordshire Villa, dann der Park unten in der Lauer nach Markkleeberg, das war auch eine große Villa, ein großer Park, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf. Das waren schon Orte, die mich fasziniert haben.